Benno Müllmann, die Preußen und der Hallesche FC trennen sich 1:1. Mit welchem Gefühl nimmt man diese Punkteteilung mit? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vor dem Spiel auf einen Dreier gehofft habe und auch sehr zuversichtlich war. Bei Halbzeit wäre ich absolut mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber nachdem wir dann in Führung gegangen sind, haben wir zumindest zu schnell das 1:1 kassiert. Das ist die Kritik, die ich heute schon vorbringen kann. Ansonsten hat die Mannschaft aus der Situation eigentlich gut und richtig agiert. Auch nachher haben wir defensiv kaum noch was zugelassen, richtig große Chancen, und wir haben trotzdem die eine oder andere Kontersituation zu einer Chance nutzen können und leider nicht das zweite noch gemacht. Ganz zum Schluss nochmal diese Situation. Ist schade. Benjamin Schwarz, die Preußen trennen sich 1:1 vom HFC. 37. Minute, Platzverweis, gerechtfertigt? Oh, muss ich mir nochmal anschauen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich denke schon, dass ich in gutem Tempo, also in die Aktion reingehe. Aber Gefühl im Spiel war, dass ich auf jeden Fall den Ball erwische und treffe. Keine Ahnung, ich muss nochmal sehen. Ja. Ab der 37. Minute mussten die Preußen in Unterzahl agieren. Wie haben Sie den Platzverweis für Benjamin Schwarz gesehen? Ich fand ihn sehr hart, muss ich sagen. Er grätscht natürlich diese gefährlichen Grätschen oder diese radikalen Grätschen, die werden halt hart bestraft, aber er ging schon noch 100% zum Ball. Er hat den Ball auch getroffen. Ich weiß nicht, inwieweit er den Gegner auch noch berührt hat, aber mit Sicherheit nicht so intensiv und so, dass man zwangsläufig eine rote geben musste. Ich denke, eine gelbe hätte es in der Situation auch getan. Danilo Wiebe, Torschütze zum 1:0. Wie lange konntest du dich über die Führung freuen? Ich weiß nicht, wie lange wir geschafft haben, die Null zu halten. Ich glaube, es war nicht so lange. Dementsprechend nicht allzu lange, aber natürlich habe ich mich über das Tor sehr gefreut. Mit einem Mann weniger hätten wir echt froh sein können, wenn wir das 1:0 über die Bühne bringen, aber haben wir leider nicht geschafft. Wie hast du das Spiel gesehen, Spielgeschehen auf dem Platz erlebt und dann von außerhalb? Ist das eine gerechte Punkteteilung? Ja, im Endeffekt ist gerecht. Wir mussten natürlich da mehr arbeiten. Wir waren jetzt, ich glaube, 55 Minuten Unterzahl. Machen das Tor. Leider, glaube ich, schenken wir das Gegentor, kriegen wir wieder zu einfach nach dem weiß nicht, im 16er spielen wir den Ball quer oder schaffen es nicht wieder anständig zu lösen. Ja, und der schießt ihn dann wieder rein und im Endeffekt, ja, also wir haben sehr gut gearbeitet in so langer Unterzahl. Das muss man erstmal respektieren und ja, war natürlich auch, ich weiß nicht, muss mal schauen, blöd von mir und habe bestimmt nicht der Mannschaft damit geholfen. Wie ist das Spiel heute wahrgenommen? Ja, war ein Kampfspiel. Also hat man schon, der Trainer hat schon, ich sagte am Anfang auf der Bank, der Trainer hat schon nach den ersten 2 Minuten hat er gesagt, boah, das wird ein Kampfspiel heute. Das konnte man in den ersten 2 Minuten schon sehen, das hat sich über die ganze Distanz dann auch gezogen, dass man viel auf zweite Bälle gehen musste. Wir mussten die Zweikämpfe annehmen. Ich denke, das haben wir heute richtig gut gemacht und somit dann auch verdient und einen Punkt geholt.